Naja, aktuell sind immer die Beitragsanpassungen, die regelmäßig durchgeführt werden müssen, damit die Prämien an die steigenden Gesundheitskosten angepasst werden. Und da hat es im letzten Jahr einen Wirbel gegeben, weil einige Landgerichte gemeint hatten, die Unabhängigkeit der Treuhänder, die diese Anpassung überprüfen müssen, zu bezweifeln. Das hat dann der BGH geklärt. Damit waren aber wieder nicht alle zufrieden. Und ja, darauf geht das Handbuch auch sehr ausführlich ein. Ja, Zielgruppe sind natürlich alle, die mit der privaten Krankenversicherung zu tun haben. Das sind natürlich die Versicherungsunternehmen. Das sind die Anwälte, die Gerichte. Aber vor allem wollen wir auch diejenigen erreichen, die nicht regelmäßig mit Krankenversicherung zu tun haben. Und denen wollen wir den Einstieg vor allem in das Thema besonders erleichtern. Das Besondere an dem Handbuch ist, dass es nicht aufgebaut ist wie ein klassischer Gesetzeskommentar, der Vorschrift für Vorschrift kommentiert, sondern das Buch ist problem- und anlassbezogen aufgebaut. Das heißt, der Einzelne hat ja ein bestimmtes Problem mit einer Kündigung, mit einer Beitragsanpassung, mit einem Tarifwechsel. Und jetzt sucht er die Lösung. Bei einem klassischen Gesetzeskommentar muss er schon wissen, wo er hingucken muss. Und hier muss er eigentlich nur den Sachverhalt kennen, der zu dem Streitstoff führt, nämlich zur Prämienerhöhung oder zum Tarifwechsel. Und das ist das Besondere an dem Buch. Und insofern ist es auch das erste Handbuch dieser Art für die private Krankenversicherung. Nun, wir sind ein bisschen stolz, sage ich ehrlich, dass wir eine sehr gute Mischung haben aus Praxisnähe, Wissenschaftsdurchdringung und forensischer Erfahrung. Wir haben insgesamt 16 Autoren, Hochschullehrer, Richter, Anwälte und Vertreter aus der Versicherungswirtschaft. Und diese Mixtur macht es eigentlich erst, dass wir sowohl die Praxis als auch die wirklich wissenschaftliche Durchdringung dieser komplexen Materie bewerkstelligen können. Es war ein wesentliches Ziel des Buchs, nicht nur das normale Versicherungsrecht, Krankenversicherungsrecht abzuhandeln, sondern auch Nebengebiete, wie zum Beispiel das Insolvenzrecht, Solvency II, Steuerrecht. Den Rechtsschutz ist ja ein ganz wichtiges Thema für die Anwender. Wie komme ich überhaupt zu meinem Recht? Bis hin zu der Frage, deckt die Rechtsschutzversicherung eigentlich solche Streitigkeit auch ab? Und ich glaube, das ist uns ein ganz guter Wurf gelungen.